Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Smalland. So, es ist mal wieder für mich soweit. Ich habe nur noch 7 Eisenmunition für unsere Handkanone. Und ich wollte jetzt losgehen und hier ein bisschen Schwefel farmen. Wir brauchen natürlich Schwefel und wir brauchen auch Salpeter. Aber ich wollte euch mal in dieser Folge zeigen, wo ich meinen Schwefel abbaue. Und vor allen Dingen wollte ich mal gucken, wie viel Schwefel es da überhaupt gibt. Das hatte ich bis jetzt immer nur abgebaut und nicht so richtig darauf geachtet, wie viel ich da wirklich bekommen habe. Es ist natürlich so, bei der Map bekommt man immer vereinzelt Schwefel. Man kann natürlich hier rumfliegen oder, naja, man kann zumindest rumfliegen, wenn man den Turm geschafft hat. Ansonsten ist man eher dazu verdonnert, hier rumzulaufen, weil sonst die Türme auf einen schießen. Und hier finden wir natürlich vereinzelt immer so ein paar kleine Schwefelbrocken auf der Map. Kleiner Tipp, wenn ihr den Turm noch nicht gemacht habt, ihr könnt auch mit der Blaumeise hier tief fliegen. Das geht durchaus. Da kommt man durchaus auch gut hier unten durch die Map geflogen. So, ihr seht ja hier immer mal wieder ein bisschen was, wo man was abbauen kann. Allerdings wirklich von der einen zur anderen Stelle immer wieder zu laufen, finde ich immer ein bisschen lästig. Das dauert mir auch einfach zu lange. Und so, jetzt gibt es auf der Karte, hier geht diese kleine Rinde nach oben. Hier drüben haben wir unser Ätherdörfchen. Und auf der Karte sind wir jetzt hier. Und hier gibt es diese Plattform. Und auf dieser Plattform, hier sind noch die 2 Skorpione. Wir lassen mal unsere Blaumeise hier stehen. Auf dieser Plattform gibt es relativ viel und auch relativ einfach den Schwefel zu farmen. Da seht ihr es schon, da fängt es schon an, hier oben noch nicht so. Und die einzigen Gegner, die hier auf dieser Plattform sind, sind 3 Taranteln. Die 3 Taranteln, die muss man natürlich bekämpfen. Wenn ihr die Handkanone schon habt, ist es natürlich eine relativ einfache Sache. Dann lauft ihr hier einmal durch, müsst 3-mal nachladen. Ihr könnt natürlich auch die Taranteln im normalen, naja, Schwertkampf besiegen. Das ist auch kein Thema. Aber mit der Handkanone geht das hier relativ fix. Da haben die euch nichts entgegenzusetzen. So, und wenn ihr die erledigt habt, ja, dann seht ihr das schon. Das ist schon richtig viel Schwefel, was hier rumliegt. Und der Vorteil ist, das liegt hier relativ dicht beisammen und vor allen Dingen auch liegen die Brocken teilweise untereinander. Ich weiß nicht, ob es hier direkt klappt. Ich hack mal hier in die Mitte. Seht ihr das? Das sind immer 3 Zahlen, die da hochkommen. Ich sehe hier zwar nur 2 Brocken und dann kriege ich direkt viel mehr Schwefel. Also immer probieren auch so ein bisschen in die Mitte zu schlagen, dass man immer auch schon den anderen Brocken mittrifft, damit man weniger Hits braucht. Und hier auch bei dem Großen. 2 Zahlen hier, auch wieder 2. Sieht erstmal aus wie nur ein großer Brocken, sind aber dann tatsächlich 2. Und da kann man natürlich hier relativ einfach den Schwefel abbauen. Und im Normalfall reicht auch hier die Spitzhacke. Ich weiß nicht, ich glaube, die geht zur Hälfte kaputt, wenn wir hier fertig sind. Und hier gibt es immer relativ viel. Also ich mache mir auch gar nicht die Mühe und gehe irgendwie noch an anderen Stellen durch die Map, weil es halt hier oben so viel gibt. Und meistens reicht mir das. Hier auch wieder 3. Dann hat man halt gleich 6 auf einmal abgebaut. Und hier auch wieder 3. Gibt halt meistens so 2 oder 3 Schwefel pro Brocken hier oben. Oh, hier haben wir sogar noch einen.
Hier ist natürlich auch von Vorteil, wenn man hier die Ausdauer relativ hoch geskillt hat. Dann kann man hier einfach durchgehend auf den Schwefel einprügeln. Es halt wirklich, es ist alles super dicht. So ein paar vereinzelte Brocken bleiben dann hier natürlich auch zwischendrin mal gerne übrig. Die nehme ich aber meistens auch noch mit. Auch wenn das natürlich ein bisschen mehr Arbeit ist, das könnt ihr für euch entscheiden, ob ihr die mitnehmen wollt. So, und ich bin noch nicht mal annähernd fertig. Und wir gucken mal. Ich habe jetzt schon hier, oh, hier unten noch, 150 Schwefel. 18,2 hatte ich, glaube ich, also 166. Also ihr seht, das geht super fix hier oben. Also macht euch nicht die Mühe und rennt hier irgendwie quer durch die Map durch, wenn ihr hier oben so einen richtig, richtig geilen Farmspot habt. So. Den kleinen hier noch. Und wie gesagt, die drei Taranteln, auch wenn ihr noch keine Handkanone oder keine Munition da verschwenden wollt, sind die auch relativ leicht im Schwertkampf zu besiegen. Im Prinzip sind es ja auch nur Spinnen. Ihr kämpft ja schon seit geraumer Zeit auch im Spinnenwald gegen die Spinnen. Und vom Movement her sind die Taranteln ja genauso. Außer dass sie halt einfach mehr Leben haben und ein bisschen mehr Damage machen. Von daher finde ich, Spinnen sind eigentlich somit die dankbarsten Gegner. So, hier neben noch ein bisschen. So, kriege ich den zusammen? Jawohl. Und das spart natürlich auch übelst viel Haltbarkeit von unserer Pickaxe, wenn wir immer mehrere Steine gleich zusammentreffen. Hier ist es leider nicht möglich. Die sind zu weit auseinander. Der hier geht vielleicht. Nein, geht nicht. Also die Spanne ist nicht so groß, wo man zwei Blöcke in der Mitte treffen kann. So, da ist noch was. Die können wir treffen. So, ich bin gespannt. Wir gehen jetzt mal hier oben rum. Unten haben wir, da hinten haben wir auch noch ein bisschen Schwefel. Mal schauen, wie viel wir hier insgesamt zusammenbekommen. So, hier noch was. Und man braucht natürlich auch noch Salpeter und man braucht natürlich auch Eisenbarren für die Munition. Das heißt, ich sag mal, wenn man danach Salpeter farmt und dann vielleicht ein paar Eisensplitter, dann sind die hier auch relativ zeitnah wieder nachgespawnt hier oben, die Schwefelbrocken. Und dann kann man gerade wieder hierher und die gerade wieder farmen. So. Hier oben und dann unten die noch. Und dann müssten wir eigentlich schon hier alles haben. Es ist halt wirklich ein sehr, sehr geringer Zeitaufwand. Also ich würde sagen, vielleicht so 10 Minuten. Und dann ist man hier oben über die Plattform drüber gelaufen. Da hinten ist noch was in der Ecke. Oh, da versteckt sich einer zwischen den Felsen.
So, haben wir die Ecke auch. Ja, die sind meistens in einzeln. Oh, sogar zwei Stück hier in dem kleinen. Hier auch. So. Die zwei bekomme ich zusammen. Ah nein, schade. Ah, die Sachen nehmen wir auch noch mit, die hier liegen von der Spinne. So, hier noch ein größerer Haufen Schwefel. Die zwei noch. So, jetzt müssten wir aber gleich durch sein. Und die Pickaxe ist ja so grob zur Hälfte kaputt. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe natürlich hier die legendäre Pickaxe und die hat ein bisschen mehr Haltbarkeit. Ich weiß nicht, wie viel Haltbarkeit die normale hat. Eventuell müsstet ihr hier dann vielleicht eine zweite mitnehmen, wenn ihr hier keine legendäre habt. So, den hier noch. Und da haben wir noch was. Das hier ist das letzte. Die kriege ich zusammen. So, und gleich können wir gucken, wie viel Schwefel wir jetzt wirklich hier oben auf der Plattform gefarmt haben. Aber ich denke mal, wir haben bestimmt 400. Mindestens. Wenn ich jetzt raten müsste. Ich habe jetzt nicht wirklich nebenbei mitgezählt. Aber wir gucken mal. So, okay, wir haben 100, 200, 300, 400. 430, 2 hatte ich dabei, 428. Also über 400 Schwefel haben wir hier. Das ist mal richtig, richtig nice. Und wie gesagt, das ist alles hier oben auf diesem kleinen Plateau. Und hier gibt es nur die drei Spinnen, die das verteidigen. Also wirklich ein richtig, richtig geiler Spot, um hier den Schwefel zu farmen. Ich gucke gerade nochmal, aber ich habe hier, glaube ich, alles abgebaut, was drauf war. Es ist auch nichts mehr irgendwo, was irgendwo in einem kleinen Stück Felsen backt. Ja, hier ist der Eingang, wo die Spinnen rauskommen, wo die spawnen. So, nochmal auf der Karte. Ich markiere das jetzt hier auch mal für mich und schreibe hier mal hin. Oh, nicht 4500. Wir sagen mal 400 Schwefel bekommt man hier safe. Weil man bekommt ja immer zwei oder drei. Wenn man Pech hat, bekommt man immer mal nur zwei statt drei. Und deswegen sage ich jetzt mal 400 bekommt man hier safe oben auf dem Plateau. Und das ist natürlich jede Menge Schwefel. Und das ist auch super, super geil. Okay, ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr, naja, vielleicht kanntet ihr den Spot schon, vielleicht auch noch nicht. Wenn noch nicht, dann freut es mich, dass ihr jetzt vielleicht was Neues erfahren habt. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schwefelfarmen und wir sehen uns beim nächsten Mal.